Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen, und willkommen zu einem weiteren Video zu Ghost Recon Wildlands. Und heute möchte ich ein kleines Zwischenfazit zu dem Spiel abgeben, so eine kleine Zwischenmeinung, weil ich habe ja jetzt doch schon etliche Spielstunden in dem Spiel verbracht, um genau zu sein, ungefähr, glaube ich, 200 oder sowas. Ich habe es mega viel gespielt mit Freunden zusammen in Partys und mittlerweile muss man auch manchmal sagen, das Spiel ist so langsam ein bisschen ausgelutscht. Warum es ein bisschen ausgelutscht ist, werde ich auch noch in diesem Video erläutern. Es macht aber immer noch ab und zu immer mal Spaß. Ja, aber irgendwann ist auch das beste Spiel nach einer Zeit langweilig, ist ganz klar. Also versteht mich nicht falsch, Ghost Recon Wildlands ist ein super Spiel. Es macht mega Spaß, oder es hat mir mega Spaß gemacht. Jetzt macht es mir natürlich nicht mehr so viel Spaß, weil ich es einfach schon totgesuchtet habe. Manchmal finde ich mich einfach selber wieder im Spiel. Nach 10 Minuten habe ich dann aber schon keinen Bock mehr. Ja, weil es einfach ausgelutscht ist, weil es immer wieder dasselbe ist. Man hat das Spiel durch und man jagt dann einfach nur noch irgendwelche Sachen in die Luft sinnlos oder tut irgendwelche Basisen rapen. Das ist halt, ja, es ist halt sehr, sehr langweilig nach einer Zeit. Hier im Hintergrund seht ihr einer der neuen Missionen vom Special Operations 2 Update. Dort müsst ihr Cavera, glaube ich, befreien und müsst dann auch später noch hier dieses Haus stürmen. Also, die ist natürlich mal ganz cool, die Mission, ist aber leider halt nur eine Mission und danach kann man halt wieder nur durch die Welt fahren und Scheiße bauen. Also, was heißt Scheiße bauen? Man kann halt irgendwelche Unidad-Typen oder Santa Blanca-Typen angreifen. Na, man kann natürlich noch die Nebenmissionen machen, aber die werden nach einer Zeit natürlich auch ein bisschen eintönig. Ich muss für mich sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß in dem Spiel gehabt und es ist ja auch zusätzlich immer ein bisschen neue Ausrüstung dazugekommen, auch wenn ich sagen muss, dass da viel Ausrüstung dabei war, die komplett sinnlos war. Richtig, richtig sinnlos. Da sind teilweise Sachen dabei, wo ich mir denke, warum macht ihr das rein? Die meisten wissen, dass viele, die Ghost Recon Wildlands spielen, auch ein bisschen militärbegeistert sind und auch auf Militärausrüstung und so stehen. Und die packen dann so Sachen rein wie Vans-Schuhe oder so eine Art All-Stars-Schuhe, so komische Sneaker, anstatt man mal neue Kampfstiefel einpackt ins Spiel oder einpackt, habe ich gerade gesagt, reinpackt natürlich. Oder halt mal neue Plattenträger, Westen, neue Feldbekleidung und. Da könnte man so viel reinpacken. Man muss ja noch nicht mal die Namen benennen, wie es jetzt bei 5.11 der Fall ist, weil die sind ja wohl irgendwie gepartnert, Ubisoft und Ghost Recon Wildlands mit 5.11, weil die haben ja die Rechte daran. Aber man braucht ja nicht die Namen da reinmachen. Bestes Beispiel, man kann zum Beispiel Blackbeard und Valkyrie von Rainbow Six Siege als Charakter dort ziehen in so einer Loot Crate und die haben ja zum Beispiel diesen Cry Precision JPC an. Ich verstehe nicht, warum man den nicht einfach einzeln auswählen kann oder zumindest kaufen kann, ja? Wenn man es wenigstens kaufen könnte, aber das kann man nicht, ja? Man kann wirklich nur das komplette Loadout anziehen von Blackbeard oder Valkyrie und das finde ich ein bisschen blöd, ja? Also, da wäre es doch geiler, wenn man sich einzelne Sachen, einzelne Ausrüstungsgegenstände kaufen könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Community das auch machen würde, weil viele sind einfach sehr, sehr begeistert, was Ghost Recon Wildlands angeht. Ich habe mir auch schon ein paar Ausrüstungsteile gekauft, wie zum Beispiel diesen Advanced Ballistic Helmet, den ihr da jetzt seht. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, weil ich habe das Spiel auf Englisch und spiele das auch die ganze Zeit auf Englisch. Ich denke mal, erweiterter Ballistik-Helm oder sowas wird das wohl heißen. Dieser Obscure-Helm mit Nachtsicht drauf. Das habe ich mir zum Beispiel auch dazu gekauft. Also ich habe mir ein paar Sachen auch in Ghost Recon Wildlands für echt Geld gekauft, weil ich das Spiel einfach unterstützen möchte, weil ich finde das Spiel einfach gut. Ja? Und ich habe auch Bock darauf, mir solche Sachen zu kaufen. Aber es sollten mal mehr solche Sachen dort rauskommen, anstatt irgendwelche sinnlosen Scheißbekleidungen, die kein Arsch braucht. Da muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da merkt man auch, dass Wildlands wirklich viel, viel Potenzial wegschmeißt. Das Spiel hat unglaublich viel Potenzial, aber die haben es in der ersten Zeit weggeschmissen. Jetzt kam mit dem Special Operations 2 Update aber der Ghost-Modus raus. Wenn ich weiß, was der Ghost-Modus ist, das ist ein komplett neuer Modus, wo ihr die Story nochmal komplett von neu anfangt, was auch wirklich motiviert. Und da war ich wirklich an dem Punkt, wo ich sagen musste, yo, jetzt habe ich nochmal ein bisschen mehr Spaß an Ghost Recon Wildlands und an dem Punkt bin ich momentan, weil ich habe den Ghost-Modus jetzt angefangen, bin zwar auch einmal gestorben, jetzt fragt sich der ein oder andere,
was ist denn so schlimm daran, wenn man da einmal gestorben ist, erzähle ich euch gleich. Und momentan bin ich halt so an diesem Punkt, wo ich wieder ein bisschen motiviert bin, das Spiel ab und zu mal wieder weiter zu spielen, weil der Ghost-Modus, der ist schon ganz cool und motiviert einen auch und fordert einen auch. Liegt daran, weil der Ghost-Modus ein bisschen auf Realismus getrimmt ist. Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Realismus und Videospiele, weil kein Spiel ist wirklich realistisch. So, sind wir wieder ein bisschen am Hasseln hier mit dem Wort. Also realistisch ist es definitiv nicht. Also gar kein Videospiel ist realistisch. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es versucht ein bisschen realistischer zu sein, indem man das Ganze ein bisschen realitätsnaher darstellt. Das Ding ist nämlich beim Ghost-Modus, ja, was ist das Ding? Nämlich, man stirbt und muss das Spiel dann komplett von neu anfangen. Das heißt, wenn ihr im Spiel ablebt, man euch nicht mehr wiederbeleben kann, also man kann euch schon wiederbeleben, wenn ihr angeschossen werdet, dann kann euch euer Teammate wiederbeleben. Problem ist halt nur, wenn er das nicht macht, dann sterbt ihr und dann müsst ihr das komplette Spiel nochmal von neu anfangen. Egal, ob ihr gerade kurz vor Schluss des Spiels seid, ihr müsst das Spiel komplett von neu anfangen. Und wenn ihr sterbt, steht dann zum Schluss die Zeit da, wie lange ihr gespielt habt und bis zu welcher Mission ihr gekommen seid. Und das ist schon ziemlich nice an einer Stelle, aber auch natürlich verdammt schwer, aber auch fordernd, weil man muss jetzt einfach mal im Squad vernünftig vorgehen und sich absprechen. Vorher war das einfach nur der Fall, man ist teilweise in irgendeiner Basis reingerusht und hat die Mission einfach gemacht und die Gegner gebasht. Jetzt muss man aber wirklich vorsichtig vorgehen und jeden Schritt zweimal überdenken, weil man sonst einfach stirbt und man will das Spiel ja nicht von neu anfangen. Ich bin schon einmal gestorben, wir haben zum Glück nur 2 Spielstunden gehabt, also wir waren noch relativ am Anfang. Wir haben es jetzt nochmal neu angefangen, also ich mit dem Karl zum Beispiel, mit denen spiele ich das momentan zusammen und das ist schon echt spaßig. Was natürlich noch beim Ghost-Modus ist, ihr habt nur eine Primärwaffe, ihr habt nicht 2 Primärwaffen, wie es im normalen Modus hier ist. Ihr habt eine Primärwaffe und eine Backup-Waffe und ihr habt nur 5 Magazine dabei. Also nicht wie im normalen Spiel, da habt ihr glaube ich 240 Schuss pro Sturmgewehr dabei. Da habt ihr nur 5 Magazine dabei, also 130 Schuss sind es. Und das ist schon echt ein bisschen knapp. Ja, das ist echt ein bisschen knapp, da muss man gut haushalten. Und was noch hinzukommt, wenn ihr ein halb volles Magazin wegschmeißt, jetzt kann man sich natürlich streiten, ob es halb leer oder halb voll ist, ne? Das ist wie mit was kam zuerst, die Henne oder das Ei, das Huhn oder das Ei. Ja, und da muss man sagen, das ist ziemlich realitätsnah gemacht eigentlich schon ein bisschen. Wenn ihr das Magazin wegschmeißt, dann ist das, was im Magazin noch drin gewesen ist, sagen wir mal, es waren noch 15 Schuss im Magazin, dann ist das auch weg. Ja, also dann ist diese Munition weg, die kriegt ihr nicht mehr wieder. Das heißt, ihr habt sinnlos Munition verschwendet. Das ist mir ziemlich oft im Ghost-Modus passiert. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das sind auch so Sachen, wo man sich einfach mehr Sachen merken muss und was das Spiel auch fordernder macht. Ich finde das wirklich nicht schlecht. Das ist sehr, sehr nice. Und man kann das Magazin sogar wegschmeißen, wenn es voll ist. Ja, man kann einfach nachladen und dann ist es weg. Ist natürlich jetzt nicht so cool, aber so ist es ja im echten Leben auch. Da kann man auch ein Magazin rausnehmen und wegschmeißen und dann ist die Munition halt weg. Also da muss man wirklich sagen, da haben sie sich ein bisschen Gedanken gemacht und das macht auch ziemlich Spaß. Und ich bin wirklich gespannt, was denn noch in den nächsten 2 Special Operations Updates kommt. Da wird ja noch ein bisschen was kommen, wenn es schon im zweiten Update einen neuen Ghost-Modus gibt, der wirklich die Einzelspielerkampagne im Koop wirklich fordernder macht. Dann bin ich mal gespannt, was im Special Operations 3 Update kommt und was im letzten Update kommt. Und ich bin auch noch gespannt, ob denn in den nächsten zwei Jahren vielleicht ein zweiter Ghost Recon Wildlands Teil rauskommt. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Diesmal vielleicht so in ein Wüstengebiet. Das wäre mal cool. Also ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das vielleicht auch gut fändet, in so einem Wüstengebiet in Wildlands zu sehen. Das wäre schon ganz nice. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das Spiel immer noch, aber der normale Modus ist halt einfach wirklich ausgelutscht. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.